Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muniband Benelux, eine neue Folge Stack of 2 mit dem Muniband mit mir, mit Protoss gegen Zerg. Auf Katasyse.ie. Katasyse auf ihr. Ja, wieder gegen den Zerg. Das letzte Spiel haben wir natürlich zum Glück gewonnen. Obwohl mein Aufbau total von Arsch war. Also. Das hat man auch schon mal besser von mir gesehen, aber das passt schon. Wir haben jetzt beim letzten Spiel gewonnen, jetzt müssen wir gucken, ob wir bei diesem Spiel gewinnen. Und vielleicht steigen wir heute auch auf. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. So, ich muss sagen, einen richtigen Bild spiele ich zurzeit nicht. Oh, ich habe schon wieder verrafft. Schon wieder wie beim letzten Spiel verrafft zu bauen. Ach, steht. Da kommt die doch durch. Fuck. Na, lass mich halt auch nicht. Ich muss da auch lassen. Keine Echse gesehen bis jetzt. Der Pool kommt schon. Das ist ein früher Pool. Baut keine Drohnen weiter. Es wird ein Six-Pool. Ein Six-Pool. Auf jeden Fall ein All-In-Heftiger. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Machen wir erstmal dicht vorne. Scheißegal. Wir machen erstmal dicht. Das ist definitiv ein All-In. Da kommen sie schon. Tja, muss ich mir notfalls zumachen. Der Bersi ist da. Das hier. So, abgewehrt würde ich sagen. Ach, passiert dann das Dings hin? Ach nein. Jetzt haben wir natürlich ziemlich viele Bersen. Mich echt am Überlegen bin, die einfach hochzuschicken. Wie ihr verlangt. Genug. Wir sind die Knadan-Teiler. Ja, wir schicken sie einfach hoch. Aber jetzt muss er nämlich bauen. Ja, zwei Queens wird wohl nicht reichen. Den holen wir uns auf jeden Fall. Versuchen es jedenfalls. Der ist nicht schlecht, der Zerg. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt schon verloren haben. Er hat schon viele Queens dafür, ne? Extrem viel Gas, das ist halt ein bisschen nachteilig, aber. Was soll's? Die Erstgeborenen werden. Wir gehen nochmal ärgern, um es noch ein paar Dinge rauszuquetschen. Die Schlacht wartet. Ajur wird erneut unser sein. Ajur wird erneut unser sein. Die Templer rücken vor.
Tja, da sind wir wo drin. So soll es geschehen. Die Templer rücken vor. Unser Denken gleicht sich. Ich bin der Wille des Hierarchen. Für den Ruhm. In die Schlacht. Por Salah. Schon Luftabwehrtürmchen, Alter, nicht? So, wir müssen langsam mal was bauen, ey. Wir spielen schon wieder zu viel, ey. Hatten wir irgendwo schon. Naja, Roachbau kommt jetzt. Das Orakel ist da. Also theoretisch sollten wir das nicht verlieren. Wie kann ich euch helfen? Ich bin hier in den Schatten. Der Weg ist klar. Extrapoliere Stränge. Nasuktal. Ich verstehe. Unser Orakel nur noch gerettet. Aber ich will wissen, was er hier gebaut hat. Also, ob er schon eine dritte genommen hat, will ich auch wissen. Die Stränge des Schicksals liegen auf. Roaches. Was baut er da? Das Zeitfenster ist klein. Ah, ein Fester. Die dritte hat er schon. Unsere Schicksale sind vereint. Und auch Luftabwehrtürmchen. Nein! Ich würde sagen, wir machen gleich einen Go, wenn der zweite Unsterbliche da ist. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Und nehmen währenddessen noch eine dritte. Ihr benötigt mehr Vestingas. Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, ich würde sagen, wir gehen los. Wir gehen hinten rum. So, oh. Mal kurz meinen War Prison zurückholen. So, dann machen wir mal kaputt den Zerg. Wolf-Prison? Ja,
So, wir brauchen Kolosse unbedingt. Noch mehr Gates. Nächste brauchen wir auch. Verwendet mich! Eure Sonden werden angegriffen. Nein! Unser Dienst. Sind hier da. So, Storm bräuchte ich nur noch. Hab ich ja gebaut, das Twilight Council fehlt mir ja komplett. Eigentlich dürfen wir das gar nicht mehr verlieren. Forschung abgeschlossen. Wir haben tut er nichts mehr. Ich hasse diese Viecher. Das ist irgendwie so ein Standardproblem. So, jetzt brauche ich Storm. So, die Templari. Unsere Gedanken erleuchtet. In Einigkeit. Komm. Das reicht mir. GG.
Schon viel früher drüber ging. Erleuchtet mich. Och man. Das Spiel mit dem Zerg. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und steigen wir eigentlich auf. Das ist an Ihre andere Frage. Wir steigen auf! Und dann so ein schlechtes, langes Spiel. Dia 2! Haben es endlich geschafft. Dia 2. Sehr schön, freue ich mich sehr drüber. So, nächstes hier ist Dia 1. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Muttibär. Tschö, tschö. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Muttibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Muttibär. Tschö, tschö.